Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Myst Survival. Bin gerade aus der Mine zurück. Ich habe ein bisschen Kram zu organisieren. Wir müssen noch mal ein bisschen wurscheln hier in der Base. Hallo Rachel. Hast du den Kate wieder gelassen? Ach, da ist er ja. Die gehen immer so geil rückwärts. Gar nicht warum. Was ist denn mit dir, Kate? Naja. So. Ich hatte hier tatsächlich auch noch mal ein bisschen was durchgeschmolzen. So. Danke. Wir wollen noch mal so einiges bauen. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und zwar hätte ich gern diesen Hammer. Da brauche ich noch 10 Bretter. Bauen wir uns mal einen schönen Sledgehammer. Stellen uns noch mal Munition her. Bereiten uns noch mal richtig vor für die Straßensperre. Den Hammer hätte ich schon gerne mal, um besser die Autos abbauen zu können. Wir haben 12 Bretter, wunderbar. Und ich glaube, ich brauche auch bald eine neue Spitzhacke. Eine kleine Runde reicht die noch. Aber danach wird es schon knapp. So. Sledgehammer können wir bauen. Teures Teil, aber her damit. Wie lange dauert denn das? Kann ich eigentlich auch mal einen von den Mädels machen lassen? Kate, kann die das? Hau mal rein, Kate. Kriegst du das doch bestimmt hin. Da fehlt mir noch ein Iron Ingot für und 2 Bretter. Dann würde ich den eigentlich auch noch gleich machen wollen. Ach so. Kannst du ja gleich durchschmelzen. Hast du hier noch 8 Stück aus der Mine mitgebracht? So. Dann reicht's auf jeden Fall. Muss noch mal eben gucken. Dass ich hier nicht noch irgendwas vergessen habe, was ich bauen wollte. Ein paar Gears könnt ihr Mädels gleich auch nochmal herstellen, denke ich. Spitzhacke, da brauche ich nur normales Metall. Also brauche ich insgesamt 8, 12 Bretter. Alles klar, dann können wir wenigstens mal hier die Sägemaschine zum Einsatz bringen. Sehr gut. 20 Minuten, das können wir mal selber machen. Bis dahin sollte auch das Metall dann mal durchgeschmolzen sein. Das geht schnell mit der Kreissäge. So. Ach Gott, du brauchst ja ganz schön lange. Naja, gut. Dann mach erstmal fertig. Machen wir in der Zeit ein bisschen. Peter, beziehungsweise Schießpulver damit. Muss jetzt nur aufpassen, dass ich hier nicht zu viel einstelle, nicht, dass mir der Mörser zwischendrin kaputt geht, dann sind die Klamotten weg. Wie viel können wir machen? 9 Stück. Ich hoffe, dafür reicht er. Ja. 2,5% pro Stück. Das ist ja bescheuert, dann kann ich ja nur. Kann ich nur 8 machen, ne? Dann ist das Ding hinüber. Jo. Den baue ich im Inventar, den Mörser, ne? Steine habe ich ja noch dabei. Ist das so? Wo baue ich den denn? Nee. Und
Ich habe schon 10 Stück gebaut, weiß es aber leider nicht mehr. Ihr wahrscheinlich, ne? Scheiße, ich finde den Mörser nicht. Das gibt's da nicht. Ach, den baue ich. Jetzt weiß ich es wieder. Oh. Jetzt habe ich so lange gebraucht. Jetzt ist sie wenigstens fertig. 20 Minuten, alles klar. Machen wir. Dann können wir hier gleich nochmal die American Eagle bauen. Auch fertig, sehr gut. Also, Machete, ne? Machete. 2 Stunden. Na gut, dann darf diesmal mal die Rachel dran. Sonst auch nur Langeweile. So. Jetzt machen wir uns noch ein bisschen Munition für die Hunting Rifle. Da habe ich noch irgendwo. Mal, was brauche ich denn hier für? 6 Metal Ingots. Das haben wir natürlich nicht mehr über. Da müssen wir nochmal ordentlich was holen. Und auch 6 Gears. Das ist echt mal schweineteuer, die abzugraden. Eigentlich lohnt sich das gar nicht wirklich, nur für die Handgranaten. Aber die gucken wir uns natürlich mal an. 40 Grad? Gibt es gleich wieder Mist oder was? Wir mal ein bisschen was zu trinken organisieren. Ich hoffe, wir haben hier noch. Ja, da ist noch was drin. Mach mal voll das Fläschchen. So, dann das letzte Ding noch weggemörsert. Sehr gut. Ah ja, na klar, ist der Mist da. Achso, ich wollte auch mal. Hunger hätte ich. Oh. Ja, die 48er, die können wir mal alle aufessen jetzt hier. 3 Stück. Lassen wir den Mist mal Mist sein. Wir sind ja hier eigentlich safe. Dachte er und wurde erschlagen. Ein Zombie. So, jetzt dürfte ich aber ganz schön Brand haben. Gut, so, Holzkohle. Müssen wir uns auch mal wieder ein bisschen was durchbrutzeln lassen, ne? Haben wir denn hier eigentlich noch was drin? Ah ja, okay. Sekunde, ich mach mal eben. Erstmal ein bisschen Schießpulver. Okay. Achso, ich brauch 2. Sag mal. Was schlurfst du denn hier schon wieder rum? Alter. Oh, er hat mir noch ein bisschen. Das ist ja mehr als freundlich. Oh, verdammt, ich dachte, er hat mir Schießpulver hier gelassen. Da gar nicht, ne? Außer ich bin blind. Ne, sieht nicht so aus. Ach, guck's ja an hier. Mensch, das ist ja ein richtiges Gedränge hier am Tor. Ich
Beruhigt euch. Kommt jeder dran. Du auch, mein Freund. Ah, sehr gut. Meine Pfeile krieg ich schon mal wieder. Ist hier noch wer? Nö. Ja, kann man mitnehmen, ne? Wenn die hier schon sich so aufdrängen. Knallen wir die schnell mal über den Haufen. Ja, keiner mehr da. Alles klar. Können wir weitermachen. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben hier? Nur diese Zombies bringen einen völlig aus dem Konzept. Ja. Fällt mir leider jeweils eins. Mehr geht da nicht. Um noch mehr Schießpulver herzustellen. Aber 16 haben wir immerhin schon. Hier reicht es leider auch nicht mehr. Ich habe nur noch einen Salpeter da. Ich schmeiß das mal hier mit rein. So. Hier ist aber auch ein ganz schönes Durcheinander, ne? Zink, Kupfer. Schmeiß das doch mal draußen in den Patronen, brauchst du auch schon mal. Nicht noch irgendwo Schießpulver über? Ne, diesmal glaube ich nicht, ne? Ne. Mal wieder ein bisschen zurechtfinden. Wenn du eine Pause gemacht hast, kommst du hier nicht mehr klar. So. Mal schnell das Salz reinräumen und das Klebeband. Eine Platine. Drei Flaschen hast du noch. Jetzt sagen die aus mit dem Alkohol, ist ja mal fertig. Jo. Uns doch gleich nochmal Verband zusammenstrubbeln. Müssen eh nochmal schlafen, bevor wir Richtung Straßensperre machen. Das wird nicht über. Wird nicht ausbleiben. So. Bau dir mal noch eine Spitzhacke, die kannst du schon mal ins Auto legen und mach die Munition noch fertig. Zink. Nochmal Zink. Das ist ja wieder großartig gelöst hier. So. Die brauchst du vielleicht gleich noch. Das packst du mal rüber, damit du alles an einer Stelle hast, sonst kommst du ja gar nicht mehr klar. So passt das erstmal. Mit euch stimmt doch was nicht. Soll ich mal die Tür zumachen, bis ihr da vorbeikommt? Weil das ist ja auch relativ schwierig. So. 7 kann ich schon mal herstellen mit den Hülsen, die ich noch habe. Da muss ich mir tatsächlich noch 9 Hülsen herstellen. Ja, jetzt fängst du erst an hier, oder was? Wahrscheinlich wegen dem Mist eine Pause gemacht, ja? Könnte wohl sein. Na gut, kannst ja nur 16. Eine halbe Stunde haben wir jetzt auch noch. Wir müssen gleichzeitig arbeiten. Hammer stecke ich mir schon mal ein. Sparen wir uns ein paar Äxte.
Gott, ist das eine Wurschtelrunde hier. Sorry Leute, aber es muss ja auch alles mal vorbereitet werden. So, jetzt hier noch 9. Dann haben wir... Ah, 32 Schuss. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Ist klar. Kurz nochmal aufgeräumt. Bist du fertig jetzt? Kannst du mir gleich noch eine Spitzhacke bauen? Ja, sehr gut. Das Ding, das testen wir doch gleich mal an. Na, jetzt ist mal wieder Kate dran, ne? Die sollen ja immer... Nicht, dass denen langweilig wird. Spitzhacke brauchen wir so oder so. Dann haben wir hier eigentlich erstmal alles durch. Hat auch fast alles gekostet, was wir an Ressourcen da haben. Was passt denn hier rein? Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wie viel haben wir jetzt hier noch drin? Scheiße. Ja, da müssen wir erst... wie mache ich denn das? Ist ja blöd. Ich wollte jetzt quasi noch 2 Liter oder so. Da habe ich mich ja echt vertan. Drin behalten für unser nächstes Auto, weil ich wollte jetzt nicht 10 Liter reinkippen. Das steht hier eh nur rum. Aber ich kann es ja auch aus dem rausnehmen. Erstmal aus dem Pickup. Kann ich das mittendrin eigentlich abbrechen? Ah, sehr gut. Okay. So soll es sein. 4 Liter fürs neue Auto. Das könnten wir eigentlich nochmal schnell holen. So. Den Hammer lässt du mal hier drin. Axt brauchst du jetzt eigentlich auch nicht direkt immer dabei haben, ne? Kannst du die mitnehmen. Spitzhacke ist der Kofferraum jetzt gleich schon voll. Ich muss es gleich nochmal ein bisschen umräumen. Hol mal schnell das Auto. Da wird uns ja ganz bestimmt nichts passieren auf dem Weg dahin. Steht ja gleich hier oben. Bogen kannst du trotzdem mal kurz wegstecken. Nehmen wir mal die Igel in die Hand. Sehr schön. Der Bär kommt ja nicht bis hier hin, ne? Das, ist ja so. Okay, da können wir ja... Sollten wir eigentlich noch hinkriegen. Wird zwar schon relativ spät, aber macht hier nichts. Können uns ja dann gleich hinhauen. Oh, Motor, 20 Minuten. Zündkerze wird ja jetzt wohl nicht so lange dauern. No. Noch die Batterie anklemmen. Tank, paar Liter rein. Dann haben wir's. Sollte fahren, die alte Möhre. Ups. Sieht gut aus. Einfach nur mal fürs Ausleuchten. Unserer Base. Dass er natürlich nachts hier direkt vor der Tür parken muss? Ich weiß es nicht. Und da bestimmt auch einer rausgerannt, ne? Von den Klappstühlen. Ah.
auch nochmal ein Stück. So. Alles klar. Ich mache die Beleuchtung mal fertig und dann gucken wir uns das mal an, wenn hier alle Autos da sind, die ich gerne hätte. Da brauche ich wahrscheinlich auch noch ein paar Komponenten. Wir holen uns jetzt erstmal aufs Ohr, damit ich noch ein bisschen Schlaf kriege. Dann machen wir die Tür lieber zu. Sieht's aus mit Hunger und Durst? Ja, leider beides, ne? Ein bisschen. Ah, wir futtern hier noch ein bisschen die... Ja, zumindest. Das kann ich mir mal gönnen. Das dürfte aber schon reichen, dass ich hier über die Nacht komme. Guck, noch trinken. Sehr gut. Darf ich mal schön mit meiner neuen Machete unterm Kopf kissen. Was können wir uns denn gönnen? Boah, 8 Stunden sind da schon drin, ne? Sehr gut. So, dann holen wir noch mal eben unseren Scheiß hier weg. Der bleibt hier drin. Den nimmst du mit. Alles, was Munition ist und fertige Barren, schmeiße ich mal hier rein. Das auch mal wieder finde. Okay, jetzt wird es doch schon langsam. Oba brauche ich auch schon wieder demnächst. So. Ich glaube, 2 Flaschen brauche ich. Dann schmeißen wir nämlich gleich nochmal Alkohol an. Ach ne, 1 Flasche brauche ich nur. Komisch, kommen aber 2 raus. Brauchst du mal einen Eimer Wasser? Eimerchen haben wir ja hier. Lassen wir das aber mal in Ruhe. Hier sind nur noch 12 Liter drin. Dann holen wir schnell am See mal was. Nur noch 3 Meter. Ach, wir wohnen schon geil hier, finde ich. Alles da, was du brauchst. Oh. See gleich in der Nähe, hast du immer Wasser da. Hilfe! Komm nicht mehr raus. Boah. Huch, wie kommt hier ein Pfeil hin? Oh ja. Ab und zu treffe ich halt auch mal nicht, ne, wisst ihr ja. So, schmeißen wir das Ding mal ganz kurz an. Wasserchen. 10 Liter rübergeschüttet und los geht's. Sehr gut. Einmal lassen wir wieder hier, dass du weißt, wo er ist. Bretter. Was mache ich mit der ollen Kartoffel? Hier so ein Essen musst du dir aber gleich nochmal gönnen, bevor es gammelig wird. Lass die Kartoffel mal hier. Wäre ja schade, wenn es einfach so verdirbt. Ah, der Schrank. So. Das sieht ja ganz gut aus. Haben wir jetzt alles? Hat mir die Rachel die Spitzhacke noch gebaut? Hat sie. Pfeil lädt sie auch nochmal rein. Gottes Willen. 4 Stück. Brauchen wir eigentlich auch schon wieder ein paar neue.
So. Schön hier mal einen kleinen Fuhrpark aufbauen. Den könnte ich allerdings jetzt auch noch mal ein Stück hier rüberfahren. Dass ich quasi direkt vor dem Eingang stehe. Und hier sollte eigentlich stehen, der Gutste. Ja, so passt das. Funktionieren die eigentlich jetzt auch nur mit Batterie? Also den Sprit, den brauchst du ja wahrscheinlich nicht mehr, ne? Das könntest du ja wieder da raussaugen, wenn das Auto jetzt hier stehen bleibt. Licht wird ja trotzdem angehen. Weißt du, wann hier habe ich die... Warte. Mir jetzt hier auch die Reifen rausschrauben kann. Soll ja nur als Lichtquelle dienen. Müsste ich mal ausprobieren. Könnte hinhauen. Alles klar, dann... sind wir, glaube ich, erstmal durch für die Folge. Straßensperre hat nicht ganz geklappt, aber wir sind gut vorbereitet. Und früher morgen, ich würde sagen, wir starten mal gleich in der nächsten Folge dann durch und machen uns mal auf zur Straßensperre. Ne? Das gibt's ja nicht. Vielleicht räume ich nochmal zwei, drei Sachen auf bis zur nächsten Folge, dass ihr da nicht dabei sein müsst, wenn wir die Folge die ganze Zeit... bisschen mehr Base rumgeräumt, aber das gehört ja dann auch mal dazu. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, war was Interessantes dabei. Wir haben ja immerhin hier unsere Machete gebaut und den Hammer, den wir auch mal ausgiebig testen werden beim nächsten Mal. Und ihr lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat, und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr was auf dem Herzen habt. Dann bis zum nächsten Mal, macht's gut, bis denn. Ciao, ciao.